Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir etwas von Conny Mendes lernen, einer vor allem in Südamerika bekannten Persönlichkeit. Sie war Schauspielerin, Regisseurin und wurde später eine der bekanntesten Manifestationskünstlerinnen. Viele Menschen auf der Welt halten sich noch heute an ihre Methoden und erzielen erstaunliche Erfolge damit. Sie wurde am 11. April 1898 geboren und verließ diese Erde im Alter von über 80 Jahren, genauer gesagt am 26. November 1979. Lassen Sie uns eine Ihrer bekanntesten Methoden erklären, mit der sie den Menschen und zuerst sich selbst beibrachte, Geld leicht und mühelos zu manifestieren. Los geht's! Sobald du das tust, wird Geld nicht mehr wie ein weit entfernter Wunsch erscheinen. Es wird etwas Reales und Greifbares werden. Bist du bereit, die verborgene Kraft in dir freizusetzen und Überfluss in dein Leben wie nie zuvor zu bringen? Conny Mendes hatte eine unglaubliche Übung, um dir zu helfen, Geld zu manifestieren, besonders wenn du es dringend benötigst. Nun, hier ist der aufregende Teil, wir werden nicht nur passiv zuschauen, oh nein, wir werden diese Übung gemeinsam machen, du und ich, Hand in Hand, um die Kraft des Überflusses freizusetzen. Um zu beginnen, finde einen ruhigen und friedlichen Ort, an dem du jedes Wort der Methode aufnehmen kannst, die gleich geteilt wird. Es ist entscheidend, in einer ruhigen Zone ohne Ablenkung zu sein. Am besten ist es, wenn du deine Couch oder dein Bett für dich alleine hast, für eine Weile, wo du dich am wohlsten fühlst. Denke daran, dies ist dein Moment, deine Gelegenheit für einen Durchbruch. Lasse dich von Ablenkungen los und tauche vollständig in diese Erfahrung ein. Lass uns zuerst über die Kraft des Segens sprechen. Ich übertrage einen Segen auf deine Hände, denn sie haben die Kraft zu handeln. Segnen bedeutet, positiv zu sprechen und das Gute anzunehmen. Es ist so einfach, auch du kannst es tun. Wenn du gut von etwas sprichst, gedeiht es, und alles um es herum wird gut sein. Selbst Geräte können durch die Kraft eines Segens wiederhergestellt werden. Alles reagiert auf einen Segen. Stell dir vor, du gießt zwei Pflanzen, aber nur eine davon segnest du täglich. Sieh zu, wie sie schon wächst, während die andere verwelkt. Schließlich wirst du beginnen, die andere Pflanze ebenfalls zu segnen, und auch sie wird gedeihen. Lasse Menschen ihre Unternehmen segnen, und segne auch du die Unternehmen anderer. Wenn jemand ein ähnliches Geschäft oder einen Job hat wie du, segne beide. Den Überfluss gibt es für jeden. Wenn du das Unternehmen einer anderen Person segnest, wird es zu dir zurückkommen. Das ist die Schönheit der Liebe. Segne dein eigenes Leben, segne deine Geldbörse, und sie wird nie leer sein. Du wirst Geld besitzen, auch in Zeiten der Knappheit. Segne dein Geld, segne die Mittel auf deinem Konto. Erkenne, dass es genug für alle gibt, aber formuliere bitte auch klar, wofür du Überfluss möchtest. Segne den Überfluss an Geld. Und jetzt lass deine Sorgen los. Wenn ein Geschäft nicht zustande kommt, ein Verkauf nicht stattfindet oder etwas anderes nicht funktioniert, bedeutet dies einfach, dass etwas Besseres auf dich wartet. Keine Sorge, das Universum regelt alles. Es verwaltet Dinge mühelos in der spirituellen Welt. Alles entfaltet sich reibungslos und sanft. Aber vergiss nicht die magische Formel, ich danke für die Segnungen des Universums in Harmonie für alle und auf perfekte für mich stimmige Weise. Es gibt eine kraftvolle Möglichkeit, einen sofortigen Bedarf zu erfüllen. Es hilft uns nicht nur, reiche Segnungen zu schaffen, sondern füllt auch die gegenwärtige Leere. Hier ist, was du tun musst, benutze deine Vorstellungskraft, um ein lebendiges mentales Bild zu erschaffen. Stelle dir vor, wie du eine beträchtliche Geldsumme in Scheinen und Münzen empfängst. Bist du völlig überwältigt? Sieh dich selbst dabei, wie du deine Geldbörse füllst, Geld auf die Bank legst, es teilst und die Freude am Geben erlebst und anderen Glück bringst. Aber vergiss nicht, auch deine Sinne einzubeziehen. Spüre die Textur des Papiers zwischen deinen Fingern, höre den Klang der Scheine und spüre das Gewicht der Münzen. Wiederhole diese Übung häufig, um dein Unterbewusstsein tief zu beeindrucken und es zum Leben zu erwecken. Mache dir keine Sorgen darüber, woher das Geld kommen wird oder wie es kommen wird. Lasse diese Zweifel los. Wenn du das Geld ausgibst, denke immer daran, wie gerne es zu dir zurückkommen wird. Denke daran,
Die Kanäle des Universums sind grenzenlos und unvorhersehbar. Sage dir immer wieder, dass dieses Geld in gnädiger und perfekter Weise zu dir kommen wird. Lass uns nun mit der Übung beginnen, um die es eigentlich geht. Finde eine bequeme Position und entspanne dich. Lass uns damit beginnen, indem wir 3 tiefe Atemzüge nehmen, um uns zu zentrieren. Atme ein, atme aus. Nochmal, entspanne dich noch mehr. Stelle dir nun vor, du befindest dich in deinem eigenen inneren Raum, im sicheren Hafen deines Zuhauses. Setze dich vielleicht auf dein Bett oder auf dein Sofa und spüre den Komfort, direkt dort zu sein. Fühle dich sicher. Schau jetzt neben dich. Ja, direkt neben dich. Dort liegt ein Stapel Geldscheine, frisch erhalten, eine beträchtliche Geldsumme, absolut wunderbar. Es wird all deine Bedürfnisse für Monate decken, und es wird immer noch etwas übrig bleiben. Du hast bereits einen Plan für dieses Geld. Du weißt genau, was du damit tun wirst, und du weißt sogar, wem du damit helfen wirst. Schau auf deine Hand, die mit diesem Geld gefüllt ist. Spüre die Aufregung, es dort zu haben. Spüre die Aufregung, es in deinem Leben zu haben. Halte es fest in deiner Hand, berühre es. Bemerke den Stapel Geldscheine, der den höchsten Wert in deinem Land hat. Es ist der größte Geldschein. Du hast einen Stapel der wertvollsten Scheine deines Landes. Lass uns sie zählen. 1, 2 Scheine, 3 Scheine, 4 Scheine, 5 Scheine, 6 Scheine, 7 Scheine, 8 Scheine, 9 Scheine, 10 Scheine. Spüre sie in deiner Hand. Fühle das Papier und die Freude, zu wissen, dass es bereits hier ist. Fülle dein Leben mit dem Geld, das du brauchst. Lass uns weiterzählen, 11 Scheine, 12 Scheine, 13 Scheine, 14 Scheine, 15 Scheine, 16 Scheine, 17 Scheine, 18 Scheine, 19 Scheine, 20 Scheine. Was für eine Erleichterung, welche Freude. Fühle, es ist direkt bei dir. Das Leben hat dir gegeben, was du brauchst und was du willst. Lass uns weiterzählen, 21 Scheine, 22 Scheine, 23 Scheine, 24 Scheine, 25 Scheine, 26 Scheine, 27 Scheine, 28 Scheine, 29 Scheine, 30 Scheine. Welche Aufregung, welche Erleichterung. Jetzt werde ich dir Raum geben, die Menge zu zählen, die du dir wünschst. So viel, wie du denkst, dass du brauchst, und noch mehr. Dann öffne deine Augen langsam und umarme dein schönes Leben. Erinnere dich, es ist bereits perfekt, so wie es ist, und es wird immer besser und besser sein. Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Ende dieser kraftvollen Geldreise mit Connie Mendes und mir erreicht. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert, gestärkt und bereit, Überfluss in dein Leben zu manifestieren. Denke daran, die Kraft des Segnens liegt jetzt in deiner Hand. Ich ermutige dich, die Übung, die Connie Mendes mit uns geteilt hat, weiter zu praktizieren.